früher leicht abwertend sogenannte Muckibude, hat heute ein anderes Gesicht. Auf Herzkreislauf- und Kraftgeräten trainieren Menschen aller Altersklassen. Zur Aufklärung, warum gerade Krafttraining sehr wichtig ist, hat das Studio Fitness Futur aus Garbsen Buchautor und Bodybuilder Andreas Bredenkamp in die IGS nach Garbsen eingeladen. 2 Stunden konnte Andreas Bredenkamp das Publikum unterhalten. Anschaulich, aber auch humorvoll, machte er den Zuhörern klar, dass sein Muskel nicht nur bewegt, sondern trainiert werden will. In einem Moment, wo die Bewegung zur Kompensation des Bewegungsmangels nicht mehr ausreicht, sollte man anfangen, seine Muskulatur zu trainieren. Und Training, Bewegung wird zu einem Trainingsprozess genau dort, wo das Bewegen stattfindet, unter Beachtung von 2 Regeln. Das ist zum einen die Regel der Superkompensation, also des Mehrausgleichs. Das ist genau die Regel, nach der der Körper in der Lage ist, Leistungsfähigkeit zu entwickeln. Und zum anderen die Regel der steigenden Belastung. Die Steigerung der Belastung ist notwendig, damit der Muskel einen Anreiz hat, tatsächlich seine Leistungsfähigkeit auch zu steigern. Im weiteren Verlauf des Abends ging der Sportwissenschaftler darauf ein, wie wichtig ein Muskeltraining auch beim Gewichtsabbau und bei der Stressbewältigung ist. Spaß beim Training wollte er aber nicht versprechen. Muskeltraining ist kein Sport. Muskeltraining ist bei dem Bewegungsmangel, so wie wir ihn heute haben, schon gehört das in den Bereich der Körperpflege. Das heißt, Muskeltraining ist nicht mit Handball oder Fußball vergleichbar, sondern mit Zähneputzen. Und genauso wie ich regelmäßig meine Zähne putze, um meine Zähne gesund zu erhalten, und dafür muss das Zähneputzen nicht Spaß machen, sondern Spaß machen die gesunden Zähne. Und genauso ist das bei dem Muskeltraining. Diese 2x20 Minuten oder 40 Minuten, wie auch immer, in der Woche, in der ich trainiere, das ist nicht die Zeit, die Spaß machen soll, sondern es kommt darauf an, dass die restliche Lebenszeit mit dem, was ich an Muskulatur und Leistungsfähigkeit habe, mehr Spaß macht. Dass das Training aber trotzdem auch angenehme Seiten hat, vermittelte uns eine Zuhörerin. Der Vortrag hat mir sehr gut gefallen. Vieles habe ich schon gewusst, manches noch nicht, und ich finde es toll. Wann fangen Sie an, Ihre Muskeln zu trainieren?